Hallo liebe Freunde des PB Hub, ich bin's wieder, euer Sascha Röder oder besser bekannt als ICPMS. Heute mit einem Gear-Check und zwar was richtig coolem und zwar das GMAC-Kit. Der geneigte Hub-Leser weiß schon, worum es geht und zwar ist es ein Conversation-Kit für die G-Tech, nicht 160R, also die G-Tech mit dem Schlauch, nicht die mit der Transfer-Tube. Ihr könnt mit diesem Kit aus eurer G-Tech eine G-Mac machen. Die G-Tech ist ein E-Pneumat und mit diesem Kit könnt ihr einen mechanischen Markierer aus ihr machen und zwar einen sehr, sehr guten. Warum braucht man heute mechanische Markierer? Ich glaube, dass das jetzt Planet Eclipse ist immer relativ schnell darin, auf Sachen zu reagieren, ob sie jetzt sich durchsetzen und erfolgreich sind oder nicht. Ne? Ich meine, es kam mal Kaliber 50 aufs Tablett, zack, Planet Eclipse, einer der einzigen Händler, die ein Conversation Kit angeboten haben für ihre Markierer, um Kaliber 50 spielen zu können. Okay, das Ding ist ein Rohrkrepierer gewesen, aber Planet hat es gemacht. Jetzt, die NXL hat eine mechanische Division eröffnet. Das heißt, zumindest in Amerika in der NXL könnt ihr eine eigene Liga spielen mit mechanischen Markierern. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, was gibt es denn für mechanische Markierer? Früher gab es viele, aber wenig gute damals schon. Und heute, überlegt mal, es gibt nichts mehr neu. Ne? Die Resurrection von Empire, die Cocker, die könnt ihr nicht mehr kaufen, die gibt es nicht mehr. Es gibt Inception Designs, die auch noch Cocker bauen, aber die kommen nicht nach Deutschland. Und wenn ich jetzt mal wirklich fest überlege, sagt es mir, wenn ich mich irre, aber ich glaube, es gibt null mechanische Markierer neu zu kaufen in Deutschland. Es sei denn, dass es der absolut übelste Müll ist. Und früher gab es auch nicht viele gute mechanische Markierer. Es gab Spider und ihre Klone und es gab die Automec, die aber schon sehr alt ist, ne? Das ist auch schon über 20 Jahre her. Es gab die Autococker und richtige High-End mechanische Markierer gibt es schon lange nicht mehr. Durch die ganze Ebneu-Sache ist das alles mal gestorben. So, jetzt soll das Ganze wieder eine Renaissance erleben durch die NXL. Und Planet ist immer als einer der Ersten dabei, der bei sowas mitmacht, ne? Der so Pioniergeist hat, die Mut haben. Das ist das Kit. Ihr habt den Frame, ihr habt ein mechanisches Valve und ihr habt einen Haufen Ersatzteile, Schrauben, so Gleitbuchsen, O-Ringe, so ein Spareback habt ihr normalerweise bei Markierern dabei. Nehmen wir das mal raus. Ihr habt eine Anleitung, die ist sehr dünn. Warum? Also erstens mal, die ist auf Englisch und zweitens, was ich schade finde, macht aber Planet immer öfter, sie verweisen quasi in ihrem Manual, in ihrem gedruckten auf ihren YouTube-Channel. Ich meine, es kann mal passieren, dass in einem Manual ein Druckfehler ist, dass mal der falsche O-Ring drinsteht. Es ist schwer zu kommunizieren im Nachhinein. Und so einen YouTube-Channel kann man halt besser aktuell halten. Aber auf dem Feld habt ihr halt eher mal so ein Manual zur Hand als eine gute Internetverbindung, um euch die Anleitung im Falle eines Falles anzugucken. Finde ich ein bisschen schade. Ich kann den Gedankengang verstehen, aber ich hätte es anders gemacht. Ich würde vielleicht das Manual abdrucken, so wie sie es früher gemacht haben, und würde vielleicht darauf verweisen, dass Änderungen auf ihrem YouTube-Kanal bekannt gegeben werden. Wäre vielleicht eine ganz gute Mischung aus beidem, weil so viele Druckfehler haben sie jetzt nicht gemacht. Okay, so sieht das Manual aus. So Partlist und sowas ist drauf. So, brauchen wir nicht. Schauen wir uns den Frame mal an. Wir haben hier einen vormontierten Triggerschuh. Das nannte man früher, hatte man relativ dünne Trigger und es war einfach komfortabler, die zu verbreitern. Das war bequemer, das nennt sich Triggerschuh, haben wir hier. Der Frame, also der Trigger, ist ein Sliding-Trigger. Seht ihr, weil er komplett nach hinten slidet. Es gibt verschiedene Markierer, die das machen, zum Beispiel die Autococker. Original hat auch einen Sliding-Trigger gehabt. Und es gibt dann eben Swing-Trigger. Ja. Aber viele Markierer haben einfach einen Swing-Trigger. Auch die ganzen E-Pneumatischen haben einen Swing-Trigger. Fühlt sich, finde ich, besser an, aber ja, man gewöhnt sich dran, ist gar nicht so schlimm. Es gibt auch Leute, die schwören auf Sliding-Trigger.
Beim Paintball eben waren damals die Autococker die mit den Sliding-Triggern und da war immer das Blöde. Das war sowieso bei Autocockern immer so ein Ding bei den mechanischen, man konnte sich vertriggern. Also ihr wolltet schnell schießen und bei der Autococker musstet ihr wirklich immer komplett durchdrücken. Ja? Und wenn ihr zu kurz getriggert habt, dann habt ihr euch vertriggert, der Markierer hat nicht richtig gefeuert und nachgekockt. Es war nicht schön. Okay, fangen wir jetzt mal an, das Ganze umzubauen. Also ihr braucht eine. Als erstes nehme ich die Augencover ab. Denn ein mechanischer Markierer braucht keine Augen. Nehmen die Griffschalen ab, die brauchen wir später. Wir nehmen das On-Off ab, auch das brauchen wir später wieder. Euch könnten diese quadratischen Muttern entgegenfallen, die halten einfach in dem Kunststoffframe. Die haben das Gewinde für das On-Off, weil das Kunststoff, das wird nicht funktionieren. Also die Gewinde in den Kunststoff zu drehen, die werden ratzfatz kaputt. So. Nehmen wir mal die Batterie raus, denn wir brauchen auch keine Batterie mehr. So, als nächstes fliegt der Frame raus. Was wir vorher noch machen sollten, ist das Soli ausstecken. Das ist hier der oberste Stecker. Die Augen können wir dran lassen. Die gehen so weg. So. Als nächstes geht das Soli ab. Das ist mit Kreuzschlitzschrauben fest. Finde ich ein bisschen doof. Ich würde lieber Torx-Schrauben sehen hier, weil Kreuzschlitz ist so oldschool und man vernudelt es auch gern mal. Wenn man mit deinem Multitool sowas machen muss, ist auch noch kacke. Hier haben wir das elektronische Soli und hier haben wir das mechanische Soli. Sehen sich recht ähnlich. Das mechanische ist aus Messing. Messing hat bessere Gleiteigenschaften und desto älter das wird, desto besser flutscht das. Und hier dieser Pin, der macht dann nachher mechanisch das, was hier elektronisch das alte Soli gemacht hat. Okay, das war's soweit. Dann montieren wir das Soli. Es wäre ganz cool, wenn Planet einen Kreuzschlitzschraubendreher inkludieren würde. So, Ventil montiert, geht auch gut. Als nächstes setzen wir den Frame ein. Die alten Schrauben könnt ihr weiter benutzen. Ah, ich liebe diesen Schlüssel hier, diesen T-Griff-Schlüssel. Den habe ich seit meiner Automec damals irgendwann. Weil die Automec hat quasi nur ein 1/8 Zoll gebraucht. War eigentlich der erste Markierer, der nur eine Schlüsselgröße hatte. Auch wieder Viha. Kauft euer Werkzeug bei Viha. Viha! So, hier seht ihr auch, wie das Ganze funktioniert. Hier der Triggerframe betätigt das Ventil. Das ist jetzt drin, weil es wird quasi vom Druck resettet. Heißt, sobald Druck drauf ist, kommt dieses Valve, dieser Pin hier raus. Vom Spool heißt es. Montieren wir noch das On-Off. So, kommen dann die Grips wieder drauf. Ich lasse sie jetzt mal ab, damit wir nachher gucken können, wie das Ding funktioniert. Die Eye-Cover, die jetzt keine Augen mehr covern, sondern noch die Detents, machen wir da fest. So, und so sieht dann eure G-Mac aus. Der Umbau ging jetzt in 5 Minuten und ich habe mir Zeit gelassen. Machen wir doch mal Luft drauf. So, damit es nicht so knallt,
Noch einen Schalldämpfer rein. So, dann geben wir mal Luft drauf. So, und ihr seht, der Pin kommt vor. Mit jedem Schuss resettet er sich. Also das ist eine coole Sache. Ich hätte vielleicht als alter Schisser noch eine Feder dahinter gesetzt oder ein Magnet. So. Und fertig ist die mechanische G-Mac. Und das Coole ist, der Trigger geht sauleicht. Macht das mit einer Automac. Ich fordere euch auf, mir Videos zu schicken, wie ihr mit einem kleinen Finger, selbst mit Ultralight-Trigger, könnt ihr die Automac nicht triggern. Ihr könnt euch nicht fair triggern, wie bei der Autococker. Ich würde sogar wetten, wenn hier ein Doppelfinger-Trigger dran wäre, ihr wärt richtig schnell. Ihr seid auch mit einem Finger recht schnell. Also sag mal, 7 bis 10 BPS sind easy drin. Ihr habt keinen Rückschlag, wie ihr es bei einer Spider habt zum Beispiel. Eben hier schaut. Da kickt nichts. Und der Trigger geht so einfach. Ist eine Wonne. Nochmal kurz drauf eingehen. Eben hier habt ihr einen Safety, so nennt sich das. Das war früher quasi in jedem mechanischen Markierer drin. Drückt ihr drauf, könnt ihr nicht triggern. Weil, sobald ihr Luft drauf gebt, ist das Ding quasi scharf. Es gibt hier kein Board, was ihr abschalten könnt, was quasi euer Safety wäre, sondern sobald Luft drauf ist, kann ein Ball rauskommen. Deshalb benutzt das Safety vor dem Spiel. Oh, das geht so seicht. Ihr habt hier hinten noch zwei Schrauben. Eine hier hinten, kann man sehen, die verkürzt den Triggerweg, also quasi den Stopp. Heißt, ihr könntet es einstellen, indem ihr hier Trigger, Trigger, Trigger. So. Und jetzt bewegt er sich aber noch ein paar Millimeter. Und das können wir jetzt verkürzen. Dadurch seid ihr dann auch noch schneller. Können wir mal machen. Das ist eine sehr kleine Schraube. Das eine. Ein 16. Zoll. Jetzt reicht es nicht mehr. Den jetzt triggert ihr. Und dann ist quasi schon Ende vom Triggerweg. Wirklich sehr schnell. Was mir fehlt, ist ein Anschlag vorne. Das ist schade. Weil eben hier, ihr habt hier viel Spiel. Das sind bestimmt 3 mm, die weg könnten. So. Heißt, ihr hättet einen Triggerweg insgesamt von 2 bis 3 mm. Das ist schon cool. Kommt vielleicht noch eine Möglichkeit oder euch fällt was ein, wenn ihr das Ding kauft. Mit der oberen Schraube endet ihr die Federspannung. Die Federspannung ist quasi das, was den Trigger hier wieder zurückstellt. Nicht, was das Ventil zurückstellt. Das Ventil wird rein pneumatisch zurückgestellt. Ja, das Ding ist richtig gut. Das tritt jedem mechanischen Markierer, den es neu gibt, zu kaufen, in den Arsch. Vielleicht steinigen mich jetzt wieder die Cocker-Leute. Meiner Meinung nach ist das hier ein besserer mechanischer Markierer als die Autococker. Ihr braucht weniger Kraft, ihr braucht einen sehr kleinen Weg. Klar, eine Cocker kann man auch mit sehr wenig Triggerweg machen, indem man einen Valve montiert, einen Drei-Wege-Valve montiert, was nach dem Bomb-Prinzip arbeitet. Macht das hier auch. Und bla bla bla. Bei der Cocker kann man alles, man braucht nur viel Geld. Und mittlerweile werden die Teile rar, die man braucht, damit es so toll geht. Und hier bezahlt ihr nur den Frame. Der kostet, ich glaube, 120, 130 Euro. Und der hat alles dabei. Und
Ihr habt was richtig Cooles. Also wenn ich mechanische Division spielen würde in der NXL, dann mit einer G-Mac. Ist vielleicht auch für Feldbetreiber interessant, weil Feldbetreiber, viele, die ich kenne, die mögen keine elektrischen Markierer, weil die Leihmarkierer natürlich auch nicht so intensiv gepflegt werden können, wie sie sollten. Und deshalb greift man immer auf sehr robuste Technik zurück, meistens eben Tippmann 98. Das Ding ist halt, dass so ein Feldbetreiber, der kriegt so eine neue Tippmann 98 für 40 bis 60 Euro neu. Und hier habt ihr halt eine G-Tech, die ihr kaufen müsst, plus noch den Frame. Es wäre interessant von der Art und Weise, aber ich glaube preislich ist natürlich so eine Tippmann nicht zu schlagen. Dafür hier die Performance um einiges besser. Soweit von mir, soweit von der G-Mac. Ich finde, es ist ein richtig cooles Upgrade, wenn ihr mechanisch spielen wollt. Früher war es gang und gäbe, mechanisch zu spielen. Heute ist die NXL erstmal die einzige Möglichkeit, mechanisch zu spielen. Also wir dürfen gespannt sein, was passiert, ob wir in Europa auch die Mesh Division bekommen. Wenn ja, werden wir ganz viele von den Dingern sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann abonniert unseren Channel. Liked unsere Seite auf Facebook, liked uns auf Instagram, da sind wir auch vertreten. Kommt ins niegelnagelneue Hub 2.0. Wir haben ja Software-Update hinter uns, alles ist cooler, alles ist einfacher. Ihr könnt euch mit Facebook einloggen, ihr könnt viel einfacher Bilder hochladen, ihr könnt viel einfacher Videos einbinden, sei es YouTube, Facebook, alles möglich jetzt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, macht's gut.